Willkommen zum Review zu DC Rivals Hypercoaster in Warner Bros. Movie World in Gold Coast, Australien. Dieser Mack Rides Hypercoaster hat 2017 eröffnet, hat eine Streckenlänge von 1400 Metern und mit einer Höhe von 61,6 Metern erreicht die Bahn eine maximale Geschwindigkeit von 115 km/h. Die Bahn hat zwei von den Mack Rides Megacoaster Zügen, wie man sie auch von vielen anderen Achterbahnen der Firma kennt. Und die Besonderheit ist hier aber, dass die letzte Reihe nach hinten gedreht ist und für einen Aufpreis es möglich ist, diese Achterbahn ebenfalls rückwärts zu fahren. Und ein guter Freund von mir hat den Park Ende letzten Jahres besucht und die Achterbahn getestet und deswegen gibt es jetzt erstmal seine Impression der Achterbahn von vor Ort und danach sein Review zu DC Rivals. Ich bin Josh und ich bin heute in dem Warner Bros. World in Australien, unschwer zu erkennen. Und ich bin DC Rivals gefahren. Also DC Rivals ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsachterbahnen. Die ist wirklich gigantisch. Die Airtime ist wirklich krank, muss man sagen. Und die Fahrt ist auch lang, super smooth. Also definitiv auch die beste Bahn von Mack. Kann ich nur empfehlen, die zu besuchen, obwohl der Park wirklich enttäuschend ist, vor allem für $100 Eintritt. Was halt auch hart ist, ist, dass mit einem Zugbetrieb hat die Bahn halt mich um echt nicht überzeugt mäßig, weil es halt einfach die Operations waren total schlecht. Also 5 Minuten hat es gebraucht, bis der nächste Dispatch war und so waren die Warteschlangen halt 45 Minuten lang. Im November 2019 war ich in dem Warner Bros. Park in Australien und bin dort unter anderem natürlich auch DC Rivals, Green Lantern und die anderen Coaster gefahren. Und jetzt starte ich dann mal ein Review zu DC Rivals. Im Allgemeinen, das kann ich schon vorausnehmen, hat die Bahn mir sehr gut gefallen und gehört auch zu meinen Top 3 wahrscheinlich weltweit, also definitiv eine mega Achterbahn. Und wir fangen einfach mal gleich an mit dem Drop, welchen ich eigentlich fast das beste Element von der ganzen Bahn finde. Man hat super Ejector Airtime während dem Drop und wie ich finde sogar schon von Anfang an im Tal, ich habe sie jetzt nicht als intensiv gefunden, die ganze Bahn fährt permanent eigentlich smooth. Schon gleich beim ersten Hill sozusagen hat man nach meiner Meinung die beste Airtime, abgesehen vom Drop, also echt gigantisch. Nach dem ersten Hill kommen wir dann auch schon direkt zum Non-Inverted Loop, wo man bei der Spitze auch klasse Ejector Airtime hat und dann, wie ich finde, sie verwandelt sich dann mehr oder weniger in so eine Art von Floater Airtime. Das fand ich ziemlich interessant. Und danach kommen noch so ein paar overgebankte Kurven, weitere Täler. Die Overbanks nach dem Non-Inverted Loop habe ich als nicht intensiv genommen. Sie fanden sich auch alle sehr smooth. Ich finde, das trägt dazu bei durch die hohe Geschwindigkeit. Finde ich, ist es vergleichbar sogar mit ähnlichen Bahnen von Intermin, wie zum Beispiel jetzt Taron, könnte man gut vergleichen. Tatsächlich finde ich aber auch in den Tälern, die Gehkräfte halten sich alle in Grenzen, also lange keine B&M-Bahn. Gegen Ende kommt man dann noch zu ein paar weiteren Hills. Die Airtime auf dem Twisted Airtime Hill ist nach meiner Meinung auch noch ziemlich gut, dafür, dass die Bahn schon eine ziemlich lange Strecke zurückgelegt hat. Der kleine Twisted Airtime Hill, der darauf folgt, hat nach meiner Meinung auch eine ziemlich gute Airtime, eher Ejector denn Floater. Darauf folgen kommen noch weitere Airtime Hills, die nach meiner Meinung das beste Ending sind, die man sich für diese Bahn vorstellen kann, weil man wird mit einer ordentlichen Geschwindigkeit schön aus dem Sitz gehoben. Vergleichbar sind die letzten Airtime Hills zum Beispiel mit G-Force, finde ich allerdings bei DC Rivals immer noch besser, weil es A mehrere sind und wenn sie B immer noch mit einer höheren Geschwindigkeit durchfahren werden. Also echt ein cooles Element, was ich wirklich zu den Top 5 Elementen der ganzen Bahn raten würde. Im Ganzen würde ich sagen, dass es wirklich eine der Top-Bahnen ist, die ich jemals gefahren bin. Sie fährt sich komplett smooth, hat klasse Airtime, nämlich Floater und Ejector Airtime. Gut, Theming braucht man nicht wirklich drüber zu reden. Der Park hat, abgesehen von einer Wand, die er bemalt hat, und die Farbe, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, und auch die Abfertigungen von DC Rivals sind eine absolute Katastrophe. Als ich dort war, der Park war wirklich nicht voll. Sie sind den ganzen Tag mit einer Bahn gefahren. Begründung, als ich nachgefragt habe, es gibt nur einen Zug, was nach meiner Meinung eigentlich gar nicht sein kann. Aber es wurde der Ride Operator hat mir wirklich gesagt, es gibt nur einen Zug. Und sie haben halt wirklich 5 Minuten gebraucht, um den Zug zu beladen, weshalb die Wartezeiten auch zu 45 Minuten kamen. Obwohl gefühlt vielleicht 100 Gäste in der ganzen Warteschlange angestanden haben. Also total lächerlich. Dann ist die Bahn auch down gegangen während meinem Besuch. Auch ohne Gründe, sie konnten es nicht benennen, angeblich wegen der Hitze. Es waren 30 Grad, was für die Verhältnisse von Surfers Paradise eigentlich nicht besonders warm ist. Also, nach meiner Meinung, schlechte Ride-Ops, schlechte Abfertigungen, schlechte Operations.
aber eine gigantische Bahn in so einem Europa-Park oder Phantasialand oder irgendeinem anderen renommierten Park stehen würde, diese Bahn wäre wirklich gigantisch und ich würde mich freuen, wenn sie nicht 20.000 Kilometer von Deutschland entfernt ist. Während meinem Besuch bin ich DC Rivals dreimal gefahren, darunter in der ersten Reihe und in der letzten Reihe, die nicht rückwärts fährt, weil ich bezahle keine $15 dafür extra, um rückwärts zu fahren. Wäre es nach meiner Meinung auch nicht wert, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn die Bahn ein paar schwächere Elemente hat, zum Beispiel nach dem Non-Inverted Loop, würde ich dennoch sagen, dass diese zum gesamten Fahrgefühl beitragen und dass die Bahn einfach im Insgesamt wirklich top ist und zu den weltbesten Achterbahnen zählt. Und definitiv die beste Bahn ist, die Mack bis zum heutigen Zeitpunkt gebaut hat. Und das war's dann zu dem Review zu DC Rivals Hypercoaster in Warner Bros. Movie World in Australien. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Da noch nicht so viele Leute den Park besucht haben, hat es mich gefreut, dass ich, obwohl ich die Bahn selber noch nicht gefahren bin, euch ein Review zu diesem Weltklasse Hypercoaster bringen konnte. Und das war's dann mit dem Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Dann werdet ihr keines der zukünftigen Videos mehr verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.